Fernsehen. Geschichtsbewusst, wehrhaft und fromm. Kaufbeuren ist eine wichtige Brücke zwischen bayerischer und alemannischer Kulturlandschaft. Morgennebel über dem Allgäu. Politisch gesehen war dieses alte bäuerliche Land nie eine Einheit. Den Bayern im Osten gehörte ein Teil, den Württembergern im Westen ein anderer. Einige Gemeinden standen gar drüben im Vorarlberg. Ganz zu schweigen von den Reichsstädten, Kempten zum Beispiel und Memmingen, die sich immer zugute hielten, nur dem Kaiser untertan zu sein. Auch Kaufbeuren ist eine solch alte Reichsstadt. Als Lehensleute der staufischen Kaiser entwickelte man hier Bürgerstolz und Eigensinn. Man fühlt sich ein wenig erhaben über das restliche Allgäu, privilegierter, urbaner. Die Kaiser-Max-Straße ist die gute Stube der Stadt. Hier sitzt man in den Cafés und blickt auf das Geschehen auf den Gassen und Plätzen. Man hat sich herausgeputzt. Seit der Heiligsprechung der Crescentia von Kaufbeuren im Jahr 2001 kommen mehr und mehr Fremde in die Stadt. Und doch hat das Leben hier immer noch etwas von der gelassenen Morbidezza italienischer Provinzstädte. Die Bürgerhäuser mit ihren Prachtfassaden bilden die Kulisse für den wöchentlichen Markt. Sein geschäftiges Treiben hat an dieser Stelle, wo sich einst zwei Handelsstraßen trafen, eine lange Tradition. Der Name Kaufbeuren bedeutet nicht umsonst Siedlung und Handelsplatz. Der Allgäuer Dialekt verbindet alle Kaufbeurer und ihre stolze Geschichte seit 1286. In diesem Jahr, 1286, verlieh König Rudolf aus dem Hause Habsburg der Stadt eine Bestätigung über ihre Reichsunmittelbarkeit und bestätigte sie als freie Reichsstadt. Freie Reichsstadt bedeutet, dass Kaufbeuern als Gebietskörperschaft, als Herrschaftsgebiet direkt unter dem Kaiser stand und keinen anderen Stadtherrn, sei es ein Bischof, sei es ein Herzog, sei es ein Abt, über sich dulden musste. Das hatte Vorteile. Als reichsfreie Stadt hatte man sehr viel Renommee und sehr viel Ansehen im Reich. Man konnte seine inneren politischen Angelegenheiten und Verwaltungen selber regeln, ohne dass einem jemand reinredete. Auf der anderen Seite, der Stadtherr, der Kaiser, war oft weit weg, sei es in Wien oder sonst irgendwo auf Reisen, in Brüssel etc. Und dann war eigentlich niemand da, der sich um den Schutz der Stadt kümmerte, wenn sie sich gegen äußere Feinde zur Wehr setzen musste. Diese Reichsunmittelbarkeit hatte Kaufbeuren bis ins Jahr 1802. Dann rückten kurbayerische Truppen hier ein, Anfang September dieses Jahres 1802 war es der Fall, und Kaufbeuren wurde bayerisch. Einige Kilometer südlich von hier in Thalhofen bei Markt Oberdorf schreibt der Pfarrer Magnus Scharf in sein Diarium: Jetzt sind wir also bayerisch, Gott helfe uns, Amen. Das Tänzelfest, das älteste Kinderfest Bayerns, verwandelt Kaufbeuren alljährlich in ein mittelalterliches Spektakel. 1500 junge Musiker und Tänzerinnen, Edelleute und Hausierer, Handwerker und marodierende Schweden fiebern diesem Ereignis das ganze Jahr entgegen. In prachtvoller Aufmachung lassen die Kleinen das Jahr 1479 wieder aufleben, als Kaiser Maximilian I., der letzte Ritter Deutschlands, in seiner viel lieben Reichsstadt Quartier nahm. So idyllisch uns heute die Wege um die fast 1000 Jahre alten Wehranlagen erscheinen, sie sind doch Ausdruck ständiger tödlicher Bedrohung. Wegelagerer aller Art hatten immer schon Appetit auf eine reiche Kaufmannsstadt.
Jetzt rächte sich das stolze Etikett der Freien Reichsstadt. Die kaiserlichen Truppen waren fern und die kleine Bürgerwehr verzweifelt schwach. An die alten Stadttore klopfte feindseliges Volk aller Herren Länder. Österreichische und bayerische, französische und schwedische Soldateska statteten dem Handelsplatz am strategisch wichtigen Wertachübergang so manch ungebetenen Besuch ab. Da war Not am Mann und der rote Hahn oft genug auf den Dächern. Teil der alten Wehranlage ist die gotische St. Blasius-Kirche. Leicht und filigran hat Jörg Lederer den Hochaltar gestaltet, durchsichtig und doch machtvoll nach oben strebend. Der geborene Füssener Lederer hatte 1507 nach Kaufbeuren geheiratet und wurde dort bald Zunftmeister der Bildhauer. Seine Altäre und Skulpturen sind im ganzen Alpenraum verbreitet. Die Botschaft der Tafelbilder: Das Martyrium des heiligen Arztes und Bischofs Blasius aus Sebaste, dem heutigen türkischen Sivas. Er soll vor seiner Hinrichtung noch einen Jungen geheilt haben, der an einer Fischgräte zu ersticken drohte. Der Fünfknopfturm, das gotische Wahrzeichen der Stadt. Von hier aus breitet sich die Dächerlandschaft Kaufbeurens vor dem Betrachter aus. Der Blick fällt vor allem in den alten Klostergarten, in dem schon die heilige Crescentia zu ihren Lebzeiten Ruhe und Einkehr gefunden hat. Die Ordensfrau gilt heute als Mystikerin, die in dieser ländlichen Umgebung Visionen und Eingebungen empfing. Doch bei aller Geistlichkeit legte sie, so die Legende, selbst Hand an bei der Pflege der Gemüsebeete und Ziersträucher. Der Geist der heiligen Crescentia ist hier inmitten von Blumen und Bienen ebenso präsent wie der des Ordensgründers Franz von Assisi. Die Franziskanerinnen von Kaufbeuren fühlen sich seiner Lebensauffassung besonders verpflichtet. Der sensible Umgang mit Natur und Umwelt steht ganz oben auf dem Lehrplan ihrer Schule. Und die Kinder verstehen diese Botschaft. Jetzt schauen wir mal, ob wir die Königin finden. Jetzt sticht sie gerade. Schaut, jetzt mischt mich, sticht mich. Siehst du das? Die hat mich jetzt gestochen. Naja, kommt vor. Ist nicht so schlimm. Schau, da läuft sie. Die hat so ein gelbes Schild auf dem Buckel. So ein Dreieck. Das ist noch wenig Futter. Die kriegen noch was. Das sind junge Völker. Und da muss man warten, bis die das eingetragen haben. Oder man muss es ihnen geben. Franziskanische Begeisterung in Ehren. Sie allein wäre aber für das erfolgreiche Halten mehrerer Bienenvölker zu wenig. Und so verwundert es nicht, dass unsere beiden Bienenschwestern ausgebildete Imkerinnen sind, die in Erfahrungsaustausch mit Kollegen aus ganz Schwaben stehen. Der Rauch macht die Bienen friedlich. Jetzt kann man sie problemlos beobachten. Franz von Assisi wäre wohl entzückt gewesen, hätte er gesehen, wie gut es Bruder Schaf und Schwester Ziege in Kaufbeuren haben. Sie gehören ganz natürlich zum geistlichen Kosmos aus Kloster, Schule und Bauernhof. Die Schülerinnen lernen nicht nur die Nähe der Tiere zu schätzen, sondern müssen auch Verantwortung für ihre Pflege übernehmen. Sie tun es gerne. Und sicherlich hat der Kontakt zu den Schafen und Ziegen schon über so manches Heimweh hinweggeholfen. Von außerhalb der Wehrmauern wirkte das mächtige Benediktinerkloster Irsee in die Stadt hinein. Innen prägte der Franziskanerinnenkonvent den Alltag. Draußen die Pracht und Repräsentanz des Reichsstifts, drinnen die Demut und Armenspeisung des Bettelordens. Durchgesetzt haben sich die Klosterfrauen mit Bienenfleiß und Crescentias Hilfe. Jetzt endlich ein Blick auf die letzte Ruhestätte der Heiligen. Prachtvoll aufgebahrt und vielfach verehrt. Ein großes Ende nach schwerem Beginn. Die Eltern waren viel zu arm, um ihr die nötige Mitgift mitzugeben. Dann, das Kloster war damals auf Mitgift angewiesen. Dann war hier auch noch kein Platz frei.
Es musste immer zuerst eine Schwester sterben, um einen Platz frei zu machen. Das war sicher damals schwierig. Sie war nur geduldet. Bei den Schwestern. Man hat ihr die unangenehmsten Arbeiten übertragen. Und sie hatte eigentlich noch keine eigene Zelle. Und es ist überliefert, dass sie immer wieder Schwestern fragen musste, wo sie jetzt die nächste Nacht nächtigen darf. Das war sicher ein denklich schlechter Start für sie. Was sie selber daraus gemacht hat, ich denke, das war dann das Ende, dass sie Heilige geworden ist. Schneebälle im Ofen rösten und Wasser aus dem Brunnen mit einem Sieb schöpfen. Mit solchen Schikanen wollte man die blutjunge Crescentia aus dem Kloster vergraulen. Aber die Ungeliebte setzte sich durch. Sie wurde nicht nur mildtätige Äbtissin, sondern politische Beraterin von Bürgermeistern und Landesherren. Nach ihrem Tod im Jahr 1744 kamen jährlich bis zu 70.000 Wallfahrer an ihr Grab. In der Säkularisation war ja dieses Kloster genauso aufgehoben wie alle anderen. Da hat sich dann auch die evangelische, also die Gesamtbevölkerung Kaufbeurens und Bürgermeister mit seinem Rat dafür eingesetzt, die Schwestern noch hier zu lassen, denn die waren zu uns immer so gut. Das hat also dann die Wirkung gehabt, dass die Schwestern hier bleiben durften und eben nicht ausgestorben sind, sondern es mit 5, 6 Schwestern wieder weitergegangen ist. Mein Weg hierher. Ich war ja hier Schülerin und was war ich für eine Schülerin? Soll ich das sagen? Ich konnte mir nicht vorstellen, Mitschwester unter meinen ehemaligen Lehrern zu sein. Und das war dann in mir genauso ein Widerstand, dass ich doch eines Tages einen Termin mit der hiesigen Oberin hatte, über die Klosterpforte, über die Schwelle trat. Und hier als erstes dann sagte, ja, jetzt bin ich da. Ich will aber gar nicht, aber ich merke, ich muss. Und seitdem bin ich da. Die katholische Stadtpfarrkirche St. Martin steht auf frühmittelalterlichen Fundamenten. Ein fränkischer Königshof soll hier gewesen sein. Die Herren von Beuren bekleideten wichtige Ämter. Heinrich von Beuren zum Beispiel diente als kaiserlicher Heerführer in Italien und Festungskommandant von Garda, ehe er 1167 in Rom an der Malaria starb. Der romanische Vorgängerbau von St. Martin wurde im 15. Jahrhundert grundlegend umgebaut. Die Gotik, der Stil der französischen Kathedralen, hatte sich verbreitet und ein völlig neues Raumgefühl geschaffen. Köln und Ulm machten in Deutschland die Vorreiter. Ein himmlisches Jerusalem aus Licht und Glas sollten sie bauen, die Schwere der Materie durchbrechen und unsichtbar machen. So lauteten die Vorgaben an die spätmittelalterlichen Baumeister. Kongenial die Innenausstattung, die vom Ulmer Meister Michael Erhardt sowie von den Kaufbeurern Hans Kelz und Jörg Lederer geschaffen wurde. Freilich ging auch an St. Martin die Zeit nicht spurlos vorüber. In der Reformation wurden Bildwerke beschädigt oder verkauft. Im 19. Jahrhundert wurden Teile der Innenausstattung im Stil der Neugotik ergänzt. Das Chorgestühl, ein Meisterwerk mittelalterlicher Schnitzkunst. Fast 150 Jahre lang durften darauf Mitglieder des Jesuitenordens Platz nehmen, ehe sie 1773 die Stadt verlassen mussten. Die Aufklärung hatte ihre Opfer gefordert. Eine prägende Kraft der Stadtgeschichte aber war für immer versiegt. Wie das Flirren eines heißen, friedlichen Sommertags liegt der Orgelton der benachbarten evangelisch-lutherischen Dreifaltigkeitskirche über den Dächern. Nichts erinnert mehr an den hitzigen Konkurrenzkampf der beiden Konfessionen, der Kaufbeuren einstmals in zwei Lager gespalten hat. Neben der Predigt ist die Kirchenmusik das herausragende Metier der evangelischen Liturgie. Organist an der Dreifaltigkeitskirche zu sein, gilt nach wie vor als besondere Auszeichnung und Herausforderung.
Der Kirchenmusik kommt es zugute. Der prächtige Bau ist nicht als Gotteshaus, sondern als höfischer Festsaal Kaiser Maximilians entstanden. Für mich ist das ein wunderbarer Raum und ich freue mich, dass ich hier Musik machen kann. Er ist hell und Licht hat eine sehr schöne, einerseits transparente Akustik, andererseits eine Akustik mit so viel Nachhall, dass Chormusik und Orgelmusik wunderschön zum Blühen kommt. Der Raum ist mitten in der Stadt, also ich fühle mich rundum wohl und es ist eine Freude, hier Musik zu machen. Diese Kirche ist eine evangelische Kirche seit etwa 1600 und seither gab es Chöre und es gab Orgeln und bedeutende Musiker hier auch, die Musik gemacht haben. Martin Steudle, Matthias Schweier und es gibt dort in unserem Archiv Kompositionen für diese Kirche hier. Das ist eine reiche Tradition an Aufführungen und die möchte ich gerne weiterführen mit den Möglichkeiten, die wir haben. Also wir haben ja hier die sehr schöne Situation, dass beide Kirchen, sowohl die katholische Hauptkirche wie auch die Dreifaltigkeitskirche hier ganz nahe beieinander stehen, im Zentrum der Stadt. Und so nah wie wir da beieinander stehen, so gut ist auch die Zusammenarbeit. Ich habe einen guten Kontakt zu meinem katholischen Kollegen und wir machen alle 2-3 Jahre zusammen ein größeres Projekt mit beiden Chören und das ist immer eine sehr schöne Sache. Zwei Kaufbeurer Bürgersöhne waren Studienkollegen des Dr. Martin Luther. 1525 nahmen 2/3 der Stadt die neue Lehre an. Unter dem Berg, Giebelhäuser aus dem 15. Jahrhundert, einstmals Webereien und Getreidelager. Das Spital, letzte Zufluchtsstätte von Armen und Todkranken. Heilung war hier nicht zu erwarten. Wer es sich irgendwie leisten konnte, ließ sich den Arzt nach Hause kommen, zur Linderung seiner Leiden. Stadthäuser in zurückhaltender Eleganz, unaufdringlich, die bäuerliche Herkunft ihrer früheren Besitzer kaum verhehlend. Austragsbauern vom Land mochten hier einst gewohnt haben, Privatiers, Kaufleute und Magistratsbeamte. Eines dieser unscheinbaren Häuser beherbergte freilich einen Schatz. Ein kleines Mädchen, das sich zu einer bedeutenden Schriftstellerin entwickeln sollte. Maria Sophie Gutermann, 1730 in Kaufbeuren geboren, wird als Madame von La Roche zur ersten Literatin deutscher Zunge avancieren. Die Geschichte des Fräuleins von Sternheim, ihr bekanntestes Werk. Christoph Martin Wieland wird Geliebter von Sophie, Förderer und Herausgeber. Goethe und Herder zollen gnädigen Beifall. Sophie La Roche war die Tochter des Stadtphysikus Georg Friedrich Gutermann, ein für seine damaligen Verhältnisse außerordentlich gebildeten Mann, der auch ein sehr bemerkenswerter Arzt war. Er hat zum Beispiel eine sehr fortschrittliche Hebammenordnung für die Reichsstadt Kaufbeuern verfasst, die schon Aufsehen erregte im damaligen Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Allerdings war Sophie nur bis zu ihrem, ich glaube jetzt 6. Lebensjahr in Kaufbeuern. Aber sie hat dann später darauf abgehoben, dass sie sich immer noch erinnern kann an die Wiese vor dem Tor und war auch zeitlebens ihrer Geburtsstadt Kaufbeuern durchaus verbunden. Das Leben unter den Dächern einer Provinzstadt, mitunter bringt es Originale und Genies hervor. Wer hätte geglaubt, dass in diesem Haus ein Autor geboren werden sollte, dessen Bücher sich über 30 Millionen Mal verkaufen würden? Dessen Werke zwar nicht die Literaturkritiker begeisterten, aber ganze Generationen unterhielten und amüsierten. Der nicht zuletzt das weltweite Bayernbild mitgeprägt hat. Die Rede ist von Dr. Ludwig Ganghofer. Frühe Fotografien zeigen ein Bürgerhaus und ein herausgeputztes Kinderpaar. Damals war nicht zu erwarten, dass sich einstmals Archivare, Museumsleute und Literaturhistoriker mit dem Nachlass des Buben beschäftigen werden. Dem Sohn des Kaufbeurer Revierförsters war die Literatur nicht in die Wiege gelegt. Mattes Metall unter geheimnisvollen schwarzen Tüchern, Spulen, Gewindestangen und Drehknöpfe? Was hat das alles mit unserem Bestsellerautor zu tun? Nur wenige wissen, dass der Heimatschriftsteller studierter Maschinenbauer und Erfinder war.
Das Schöne an der Sammlung ist eben, dass sie nicht nur den Schriftsteller Ludwig Ganghofer erkennen lässt, sondern auch den Privatmann Ludwig Ganghofer. Zum Schriftsteller und zu dem erfolgreichen Ganghofer haben wir zum Beispiel einen Theaterzettel, der von der Erstaufführung des Herrgottschnitzer von Ammergau zeugt. Die war 1880 im Gärtnerplatztheater in München. Und das ist eigentlich das Stück, mit dem er ja, durchschlagenden Erfolg hatte, was zum Beispiel in Berlin über 100 Mal aufgeführt wurde. Neben solchen alten Theaterzetteln, das ist natürlich was Tolles, wenn man das von der Uraufführung hat, gibt es aber auch andere Objekte, die zum Beispiel von den verschiedenen Begabungen Ganghofers zeugen, wie zum Beispiel eine Notenmappe. Es handelt sich um eine Polka, die Johann Strauss Sohn Ganghofer gewidmet hat. Insofern ein schönes Stück, weil hier drauf zu lesen steht, seinem lieben Freunde Dr. Ludwig Ganghofer. Ganghofer hat in jungen Jahren auch nach seinem Studium dann in Wien gelebt, war dort Kulturredakteur und hat eben in seiner Wiener Zeit Johann Strauss kennengelernt. Das ist eine Freundschaft, die sehr lange gehalten hat, die sich eben in solchen Zeugnissen dann auch niederschlägt. Wir haben natürlich auch ganz andere Objekte noch von Ganghofer, wie zum Beispiel hier solche zunächst sehr kurios anmutenden Muscheln, die von seiner Jagdleidenschaft letztlich zeugen. Das sind Ohrmuscheln für die Auerhahnjagd, die er dafür benutzt hat. Ein guter Freund von Ludwig Ganghofer, Professor Rost, hat sich nach seinem Tod 1920 bemüht, dass die privaten Gegenstände von Ludwig Ganghofer in seine Geburtsstadt kommen. Und 1928 wurde dann die Ganghofer Gedenkstätte in Kaufbeuren eröffnet. Ganghofer wusste, wie man Bestseller schreibt. Die Martinsklause etwa, der Herrgottschnitzer von Ammergau, der Jäger von Fall und Schloss Hubertus stellten ihn schon als jungen Mann ins Licht der Öffentlichkeit. Dutzende Romane und Novellen des Vielschreibers sollten folgen. Wenn 10 Worte genügen, frotzelte sein Freund Ludwig Thoma, dann schreibt der Ganghofer 11. Ich wurde am 7. Juli 1855 zu Kaufbeuren geboren, als unzweifelbarer Schwabe. Kein Wunder also, dass ich Optimist wurde. Der Schwabe ist froh und ist er arm, so tanzt er doch mit leerem Darm. Das nennt man sanguinische Lebensfreude. So schrieb Ganghofer mit viel Understatement in seinen Memoiren. Das neue Medium Film erhöhte Ganghofers Popularität enorm. Bis heute hat kein deutscher Autor mehr Werke verfilmen können als er. Das Schweigen im Walde ist sogar als Redensart in den allgemeinen Sprachgebrauch gelangt. Du, da schau. Du. Oh, was ist denn? Was ist denn? Nicht so laut. Da schau hin. Der deutsche Heimatfilm machte Ludwig Ganghofer zum ersten Medienstar hinter der Leinwand. Mit der besagten schwäbischen Armut hatte sein Leben nichts mehr zu tun. Sein Revier rund um sein Jagdhaus im Leutaschtal umfasste 20.000 Hektar. Den Sommer verbrachte er in einer respektablen Villa am Tegernsee. Dort liegt er auch begraben. Spätsommermorgen. Aus blauem Glas die plötzliche Sorge, es könne zerspringen beim Klang der Sonntagsglocken von St. Martin. Kaufbeuren ist eine Stadt mit vielen grünen Oasen. Lyriker wie Rudolf Riedler haben sie beschrieben. Der Jordanpark lädt seit dem 19. Jahrhundert zum Verweilen und Erholen ein. Idylle auch im alten Stadtfriedhof Kaufbeurens. Dort erinnern verwitterte Skulpturen an vergangene Tage und verschwundene Berufe. Metbrauer und Lebzelter ruhen hier, Ökonomie und Geheimräte, geistliche Herren, Kolonialwarenhändler und vornehme Stiftsdamen. Draußen vor der Stadt wird Zeitgeschichte mit Händen greifbar. Im Jahr 1938 beauftragte Hitler die Dynamit AG, hier eine große Sprengstoff- und Munitionsfabrik zu errichten. Kaufbeurens heutiger Stadtteil Neugablonz ist auf den Trümmern dieser Geschichte errichtet.
Tausende von Heimatvertriebenen aus Gablonz an der Neiße haben sich nach 1945 hier angesiedelt. Entstanden ist eine künstliche neue Stadt, die die Wunden der Vergangenheit kaum verbergen kann. Mai 1945. Die nordböhmische Stadt Gablonz wird von der Roten Armee besetzt, die deutschen Bewohner vertrieben. Eine Reise ins Ungewisse beginnt. Leben im Provisorium. Zwischen den Trümmern der alten Dynamitfabrik entstehen Baracken. Pro Zimmer eine Familie. Neben ihrer Verzweiflung bringen die Neuankömmlinge aber auch Aufbauwillen, Unternehmergeist und jede Menge handwerkliches Können mit. Die Flüchtlinge wehren sich dagegen, in ganz Westdeutschland verteilt zu werden. Gegen den Widerstand der Behörden setzen sie ihre neue Siedlung durch. Die Geburtsstunde von Neugablonz. Kaufbeurens Einwohnerschaft verdoppelt sich auf diese Weise innerhalb weniger Monate. Soziale Konflikte können da nicht ausbleiben. Man erlebt schroffe Ablehnung ebenso wie spontane Hilfsbereitschaft. Heute ist die Integration der Sudetendeutschen längst vollzogen. Sie zählen als Bayerns vierter Stamm. Die Herstellung von Glas- und Schmuckwaren hatte schon das Leben im alten Gablonz an der Neiße geprägt. Eine ganze Stadt war beschäftigt mit Glasblasen, Glasdrücken, Perlenschleifen, Auffädeln und Knüpfen. Dieses handwerkliche Können sollte zur Basis ihres neuen Lebens werden. Die Eltern von Thomas Gubo hatten ihr Handwerk noch in Alt-Gablonz gelernt. Jetzt ist der Sohn für das Geschäft zuständig. Er führt ein Handwerk weiter, das seine Vorfahren viele Generationen lang ernährt hat. Der Umgang mit dem flüssigen Glas erfordert besondere Fingerfertigkeit und viel Erfahrung. In jeder Manufaktur haben sich andere Techniken bewahrt. Neugablonz ist einer der wenigen Orte in Deutschland, in denen Schmuckhandwerker und Designer ausgebildet werden. Doch auch hier ist man dem Konkurrenzdruck unterworfen. Von den 1000 Familienbetrieben, die es in den 50er Jahren gab, sind nur mehr einige übrig geblieben. Wir sind natürlich auch verwurzelt in Alt-Gablonz, von meinen Schwiegereltern her, von meiner Schwiegermutter her. Die hatten also auch schon eine Farbglashütte in Alt-Gablonz, haben dort auch diese langen Glasstangen, die wir auch hinten gesehen haben, hergestellt und produziert und daraus auch diese neue Heimstätte hier gefunden in Neugablonz und auch hier wieder das Glas angefangen zu produzieren. Also meine Schwiegereltern und mein Mann und ich seit 15, 20 Jahren sind wir jetzt mit dabei hier im Betrieb. Es gibt Überlieferungen, es gibt alte Geschichten. Es gibt sehr viele Geschichten auch, die sich hier um Neugablonz ranken und auch Verwicklungen. Also für mich war es zum Beispiel auch relativ schwierig, hier reinzukommen. Die verschiedenen Glasdrücker, wie die zusammenarbeiten, dann auch so, wie diese ganzen Prozesse ineinander greifen, ist auch sehr interessant. Wir sind eigentlich alle so miteinander ein bisschen voneinander abhängig. Der eine schleift, der andere drückt die Glassteine, der andere tut so weiter verarbeiten. Also das ist so ein ganz komplexes Thema auch für sich. Nur wenige Produkte sind mehr dem Wechsel der Moden unterworfen als der Schmuck. In Neugablonz ist man stolz auf seine historischen Schmuckstücke, die man mühsam über die Zeiten gerettet hat. Schmuckdesign von heute. Man konkurriert mit Herstellern aus aller Welt und hat diese Herausforderung angenommen. Schmuck aus Neugablonz wird wieder in alle Welt exportiert. Ein Bindeglied zwischen Neugablonz und Kaufbeuren ist die Musik des Klarinettisten Klaus Hampel. Sudetendeutsch von Herkunft und Familie ist er als international gefragter Virtuose auch Kulturpreisträger der Stadt Kaufbeuren. Als ständiges Mitglied des Quartetto di Roma verbringt er viel Zeit in der italienischen Hauptstadt. Sein Herz aber hängt nach wie vor an Kaufbeuren. Es ist eine sehr beschauliche Region. Und es ist auch eine sehr
herzliche Region. Man braucht eine Zeit lang, bis man, wenn man auch fremd ist oder wenn man hier lebt, bis man akzeptiert wird. Aber wenn diese Akzeptanz da ist, dann hat es schon was mit einer großen Achtung auch zu tun, also die ich auch spüre, diese Achtung wieder vor der Leistung. Und das ist eigentlich hier eine sehr angenehme Situation. Die Kaufbeurer Kunsthalle, ein Treffpunkt aller Kunstfreunde der Region. Maler und Bildhauer von Rang werden hier präsentiert. Zur Eröffnung kombinierte man eine Sammlung afrikanischer Masken und Skulpturen mit Bildern des Blauen Reiters Alexei Jawlensky. Die moderne Kammermusik Klaus Hampels fand den richtigen Ton für dieses Experiment. Eines der für mich wahrscheinlich schönsten Konzerte war im Kloster, im Kreszentia-Kloster. Und dieses Konzert wurde überhaupt nicht beworben, also keine Plakate, keine Flyer. Es wurde nur eigentlich von der Kanzel gepredigt. Und man hat gesagt, okay, wir setzen uns hin, war mit Quartetto di Roma und wir spielen. Und es war ein Tag, es hatte unglaublich geregnet und ich dachte, naja, so viele Leute werden nicht kommen. Und es war dann schon eine halbe Stunde vor Konzertbeginn, kamen die Leute, die kamen vorne rein, man musste vorne zumachen, die kamen hinten rein, die sind über die Treppen hochgegangen, die waren in einem Gebetsraum, wo man eigentlich nichts gesehen hat, die Kirche, die Leute sind gestanden, ganz eng. Und das war für mich eigentlich ein super tolles Erlebnis. Klaus Hampel braucht das Vertraute der Geburtsstadt ebenso wie die Inspiration fremder Städte. Darin ist er sich mit seinem Freund einig, dem Schauspieler und Regisseur Peter Pius Irl. Kurt Meisel hatte Irl 1978 ans Münchner Residenztheater geholt. Seither ist er auf vielen Bühnen Europas zu Hause. Und doch zieht es ihn immer wieder in das kleine, intime Stadttheater von Kaufbeuren, das ihm seit Kindheitstagen vertraut ist. Marienbad, den 19. Junius 1823. Marienbad, den 19. Junius 1823. Ihr Brief, Herr von Genz, hat mich erreicht. Er hat mich überraschend schnell erreicht. Es war, als hätte der Bote jeden meiner Schritte schon im Voraus gewusst. Was wünschen Sie? Mein Vater war nach dem Krieg als Musiker hier am Theater engagiert. Es hatte hier eine Opern- und Operettenbühne gegeben, 1946, nach dem Krieg gegründet, bis 1949. Und ich wurde immer mitgenommen zu den Proben. Ich stand dann immer unten im Orchestergraben, neben dem Dirigentenpult, im Kinderwagen zuerst, und habe so das Theater mit der Muttermilch eingesaugt und natürlich auch den Virus aufgeschnappt, der mich später nicht mehr losgelassen hat. Sehr zum Leidwesen meines Vaters, dem das gar nicht gefallen hat. Aber es waren wirklich die ersten Eindrücke und der erste Berufswunsch war nach Hänsel und Gretel die Hexe. Ich wollte unbedingt Hexe von Beruf werden, weil das war zu schön und ich habe die alle sehr geliebt. Die Kinder haben sie alle gefürchtet. Ich habe denen aber dann immer gesagt, sie sollen sich nicht aufregen, die Hexe ist ganz lieb, ich kenne die. Und sie war deshalb ganz lieb, weil die Hexe hatte einen Kontakt zu den Amerikanern und hatte immer Schokolade und Kaugummi dabei. Und ich bin da reich beschenkt worden von dieser Hexe. Ja, ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier geboren in Kaufbeuren. Ich bin also ein waschechter Kaufbeurer. Ich bin hier zu Hause, habe hier meine Freunde und habe dann zuerst als Beruf Kirchenmaler und Restaurator gelernt, weil meine Eltern darauf bestanden, dass ich etwas Solides erlernen soll. Dann habe ich was Halbsolides erlernt und bin dann zum Theater gegangen. Bin dann sehr früh schon nach München auf die Schauspielschule gegangen. Und dann war ich ständig in Engagements bis in die letzten Jahre hinein. Und dann hat später hier die berühmte Lil Dagova angefangen. Die hatte hier ihr erstes Engagement und die hat mir selber noch eine sehr schöne Geschichte erzählt. Sie hatten alle eine sehr schlechte Gage, wie das halt so üblich war. Hat sich ja bis heute nichts geändert für junge Schauspieler. Und sie kam nach Kaufbeuren und das Geld hat nie gereicht.
Und der technische Leiter des Theaters hat sie sehr verehrt und der legte ihr dann draußen immer über der Kasse oben auf dem Fenster, also über der Kasse legte er ihr immer 30 Pfennig hin. Und sie ging dann am Morgen immer ganz Dame ins Theater und sagte guten Morgen und hat oben dann kurz abgestaubt und hat die 30 Pfennig genommen und hat sich drüben eine Leberkässemmel gekauft beim Metzger. Der Marktflecken und sein ländliches Umfeld. Selbst eine Reichsstadt wäre ohne ihr Hinterland nur die Hälfte wert. Kaum ein Stadtbürger, in dessen Adern nicht bäuerliches Blut fließen würde. Und wie schnell ist man draußen im Grünen? Kaufbeuren ist von Auwäldern und kleinen Seen umgeben, die die Lebensqualität dieser Region ausmachen. Die Wertach wird immer noch von idyllischen Altwässern begleitet. Und längst haben Kaufbeurens junge Familien ihr Umland als Naherholungsgebiet entdeckt. Die Taschen voller Kastanien und Eicheln wird man abends heimkommen und von einem erfüllten Tag schwärmen. Die Wallfahrtskirche St. Alban auf ihrer herrlichen Anhöhe. Ihre Kostbarkeiten, die Tafeldecke, die dem Maler Georg Wassermann zugeschrieben wird, und viel Wessobrunner Stuck vom Feinsten. Kein geringerer als Dominikus Zimmermann hat die Figuren des Hochaltars geschaffen. Wallfahrten gehören zum Wesenskern des Allgäuer Menschenschlages. Da lässt man sich nicht lumpen. Die Spenden für die Instandhaltung der Kirche fließen reichlich. Über den Köpfen der Gläubigen eine volkskundliche Rarität. Kleine Engel fangen mit Kelchen das kostbare Blut Christi auf. Nichts anderes als die hochkirchliche Version des Gralsmythos. Draußen blendet das Licht der tiefen Sonne. Kunst und Natur gehen im Allgäu eine enge Symbiose ein. Fast scheint es, als wären auch die allgegenwärtigen Kühe sich ihrer pittoresken Schönheit bewusst. Die Freilichtmaler des 19. Jahrhunderts haben sie immer wieder auf die Leinwand gebannt. So manches Modell scheint den Zeiten der Plenärmalerei nachzutrauern. Barock und Allgäu gehören zusammen. Hinter jedem Hügel spitzen die Türme einer berühmten oder weniger berühmten Dorfkirche hervor. In nichts steht man dem nahen Pfaffenwinkel nach. Überall gibt es zu sehen, zu entdecken, zu bewundern, zu erwandern. Die ehemalige Benediktinerabtei Irsee, Höhepunkt eines jeden kunstgeschichtlichen Ausflugs ins Kaufbeurer Umland. In letzter Minute wurde die säkularisierte Anlage vor dem Abriss gerettet und als Bildungszentrum des Bezirks Schwaben einer neuen Bestimmung zugeführt. Der Höhepunkt war das 18. Jahrhundert und aus dieser Zeit stammen auch, Beginn des 18. Jahrhunderts stammen auch die Gebäude, die heute zum Kloster gehören und die sich Gott sei Dank auch in so wunderbarer Form erhalten haben. Und gerade im 18. Jahrhundert war also Irsee ein für seine wissenschaftliche Ausrichtung sehr bekanntes Kloster. Die Mönche waren Professoren, haben wissenschaftliche Abhandlungen geschrieben, waren in Salzburg an der dortigen Benediktineruniversität und hatten hier vor allem auch ein reichhaltiges künstlerisches, wissenschaftliches Leben aufgebaut, aber natürlich auch ihre spezifische Ordensfrömmigkeit gepflegt. Man darf sagen, im 18. Jahrhundert war das ein sehr lebendiges Kloster in Schwaben, das sehr stolz war auf seine Reichsunmittelbarkeit. Da waren die Irseer Äbte, das war für sie eine ganz besondere Sache, denn sie waren nicht nur vertreten im Reichsheer mit 61 Soldaten, wenn dieses Mal zusammentrat, sondern eben auch hatten sie den 5. Sitz auf der schwäbischen Prälatenbank im immerwährenden Reichstag in Regensburg. Geheimnisvolle Zeichen und Rollen erregen Aufmerksamkeit. Mahlutensilien und Scheinwerfer, Spachtel, Tinkturen und Pulver.
In der Luft liegt der Geruch von Firnis und Farbe. Des Rätsels Lösung? Vor kurzem wurden in Irsee Fastentücher aus der Zeit des Barock entdeckt. Nach sorgfältiger Restaurierung sollen sie jetzt ihrer Bestimmung wieder zugeführt werden. Fastentücher verdecken nach katholischem Brauch in der Fastenzeit die Altäre, vor allem das Kruzifix. Der barocke Mensch war dem Bild weit mehr zugetan als Schriften und Predigten. Als Zeichen der Trauer und der inneren Andacht sollten einmal im Jahr die gewohnten Bilder abgedeckt und durch Motive der Passion Christi ersetzt werden. Ein spannender Augenblick. Werden die gerollten Leinwände den Transport gut überstehen? Wie wird sich der Raumeindruck unter den großflächigen Bildbahnen verändern? Haben ihre Motive dem modernen Menschen noch etwas zu sagen? Nur reiche Stiftskirchen leisteten sich im Barock solch kunstvoll bemalte Leinwände. In den Dorfkirchen taten's Tücher in Violett, der liturgischen Farbe der Trauer. Am Ende sind alle zufrieden. Links und rechts der eindrucksvollen, schiffsartigen Kanzel geben die Fastentücher dem Gesicht der Kirche auch heute einen neuen, innerlichen Ausdruck. Hinter den Klostermauern die dunkle Seite des Ortes, der Weg in die Vernichtung. Schon die Säkularisation hat aus dem Kloster Irsee eine Pflegeanstalt für Geisteskranke gemacht. Die Nationalsozialisten haben später Hunderte von Heiminsassen im Rahmen ihres Euthanasieprogramms ermordet. Eine kleine Gedenkstätte zu Ehren der Opfer. Nicht alle Besucher finden den Weg hierher, aber wer sich die Zeit dafür nimmt, kann sich einer inneren Ergriffenheit nicht erwehren. Irsee ist ein sprechender Ort für die doppelte Potenz des Menschen, die Potenz zum Erhabenen und zum abgründig Schrecklichen. Das Allgäu rund um Kaufbeuren ist uralter Kulturraum. Es ist ein schönes Land, aber sein Gesicht besteht wahrlich nicht nur aus den Hochglanzbildern der Fremdenverkehrsprospekte. Grenzgebiete wie das Allgäu haben viel erlebt. Höhepunkte des Wohlstandes, der Kunst, der Architektur, aber auch Unglücksfälle, Kriege, Hungersnöte. Sie alle haben ihre Spuren hinterlassen. Erst die Narben der Geschichte machen Landschaften zu wirklichen Kulturlandschaften. Die Stille, die sich jetzt auf Kaufbeurens Gärten, Winkel und Gassen senkt, ist nicht von heute. Sie ist die Stille der Jahrhunderte. Eine Stille, die nicht Leblosigkeit, sondern beschauliche Würde ausdrückt. Die Würde einer alten Reichsstadt. Musik.